So, und weiter geht's mit dem echt bescheuerten Mario 64 Hack. Also nicht, weil der Hack blöd ist, sondern weil der Name so dumm ist. Der Princess Peach 6 Hack. Sowas erwarte ich bei irgendwelchen Hentai Games, die Peach featuren, aber trotzdem, irgendwie egal. Ich starte mit der Datei. Ich habe gerade erfolgreich das Shura-Ending gemacht in Sekiro. Damit Sekiro jetzt auch komplett. Ja, stimmt. Ich kann hier die Kamera so schön steuern. Und wenn ich möchte, kann ich auch fein steuern. Ah. Ja. Was ist das eigentlich? Wieso kommen mir diese 30 Frames hier jetzt gerade Mario 64? Die kommen mir so smooth vor. Oder kann es sein, dass der Emulator so eingestellt ist, dass er quasi interpoliert auf 60? Kann das sein? Ne, dafür muss die ROM aber dann auch auf 60 gehackt sein. Kann das sein? Oh, das kann natürlich sein, dass das Mario Adventure Hack-Ding so eingestellt ist, dass er auf Dingens läuft. 60, wenn es unterstützt wird. Und das aber auch dann für Dingens ist. Das kann mir nicht vorstellen, dass das 30 sind. Oder? Weil es gibt auch Spiele mit 30, die dann flüssig sind. Aber egal, gut. Soll mir egal sein. Worum ging es eigentlich in dem Hack hier? Peach retten. Warum auch immer. Und hier sind alle Sims. Also nicht Sims im Sinne von hier den Sims, sondern Simps mit einem P, das man irgendwie nicht hört. Ach so, der letzte Schalter hier nicht da. Okay, Moment. Stimmt, weil ich jetzt noch nicht rausgegangen war aus dem Level, kann das sein? Also ich muss jetzt den Level starten. Kann ich eigentlich. Exit Curse, Options, Music Enabled, Save After Start Collect, D-Pad Sensitivity, Red Coin, Red On, ja. Continue. Okay, einfach jetzt in die Wüstenwelt rein. Es kann sein, dass auf der Datei habe ich, glaube ich, eventuell den einen Stern noch nicht eingesammelt, den ich schon eingesammelt hatte, kann das sein? Stimmt, mit euch kann ich, glaube ich, reden. Wart ja auch irgendwie alle solche Sims. Kack Canyon. Ja. Ich musste zum Hubschrauber und mit dem Hubschrauber konnte ich dann quasi, glaube ich, nach Sim City. Hieß die Stadt überhaupt so? Ich glaube, die hieß so. So, ich will jetzt mit dem rechten Stick die Kamera drehen, aber das ist ja gar nicht so. Ready to fly, the ride should be about 4 minutes and 30 seconds. Ja. Ne, den Stern habe ich offenbar eingesammelt. Den habe ich eingesammelt. Aber ich bin noch nicht durch die Tür gegangen. Okay. Deswegen ist die auch noch nicht freigeschaltet gewesen. Okay. A star will spawn for the player who has collected every. Ja, 26. Das heißt. 12 pro Dingens. Aber. Okay. Sim City. Der Level hieß echt so. Ja, 12 Sterne gibt's. Plus den letzten Ende. Only Fans. Was steht da? Super Mario Star Chode. Was ist ein Chode? Ich habe keine Ahnung. Ass Impact. Kann ich eigentlich. Dadurch komme ich nur zurück wieder wahrscheinlich. Okay. Man hier drauf. Ich glaube, man kann darauf grinden. Hold Z to move faster. Yoshi 64 Text. Komm jetzt Text Road, ja. Alter, allein das ist so geil. Wir können jetzt richtige Sonic Hacks haben. Die Musik kommt mir bekannt vor, das ist ein Remix von irgendwas, das ich kenne. Richtige Sonic Rails. Oh mein Gott, ich liebe den Hack jetzt schon. Also den Level vom Hack. Venmo. What the fuck? Wo kommt der auf einmal her? Psst, hey, we know why you are here. Stay out of our way and don't get any stupid fucking ideas, Plumber Boy. Die Simp Mafia. Und das ist die. Ach, die Simpen hier für Toadette, weil sie die einzige weibliche offenbar ist. Stimmt, Toadette ist die einzige weibliche Toad, den es noch gibt auf der Welt, weil Nintendo mittlerweile keine Custom Toads mehr erstellt. Weil, soweit ich weiß, hieß es doch Dark Ally, You, Residential, Stadtplan, Skatepark, Main Building, Shopping. Okay. Neben, ich glaube, die Erklärung für Toads war, dass Kinder zu blöd sind.
verschiedene Tauts nahe zu halten. Oder rein von der IP her, ein Taut ist ein Taut. Der darf keine Persönlichkeit haben. Der darf keinen Namen haben, der darf keine eigene Meinung haben. Er darf Professor Toad heißen, aber er darf zum Beispiel nicht mal Toadsworth oder Omel T heißen, quasi Omelette. Oder Omel Toad, Schrägstrich Omel T Punkt, also Omelette. Ich weiß nicht, das habe ich mal irgendwann gelesen oder so bescheuert. So, hallo kleiner Simp Boy in der Ecke. Do you really believe this will make you happy? Was? Kann ich ja nicht. Oh mein Gott. Okay, da oben ist. Das ist eine Wand. Okay, die Wall-Slide-Mechanik von Dingens ist nicht drin davon. Case. Okay, gut. Was brauche ich nochmal? Münzen? Waren das quasi meine Leben? Ich glaube, es sind meine Leben. Ja, und hier ist ein schönes Großstadt-Feuer. Moment. Oh mein Gott. Okay, ich liebe diesen Level. Ich liebe diesen Hack. Ich liebe diese Mechaniken. Die Frage ist mit diesen ganzen Mechaniken. Kriegt man die quasi... Kann man die quasi frei nutzen, wenn jemand die erstellt hat? Ich meine, klar, jemand muss natürlich seine Anerkennung bekommen, dass er diese Funktion erstellt hat. Aber alleine das quasi den Leuten zur Verfügung zu stellen, dass sie diese Funktion wie Grinden wirklich in Hex nutzen können, damit man quasi mehr Level-Varianten machen kann. Das ist eigentlich ganz nett, oder wäre cool zumindest. Ja, nicht irgendwas in dem riesigen Haus. Nö. Tisch und Stuhl. Hm. Okay. Das ist jetzt wieder so ein Level, der ist jetzt nicht ganz so geil hier in der Ecke, weil es ist halt relativ dunkel hier. Und durch die Keylights, die sind zwar nur auf 25%, aber im Verhältnis ist halt der Bildschirm trotzdem sehr viel dunkler. Cool, mein erster SimCity-Stern. Ah, so. Ausgehustet, glaube ich. Halt. Dann Weg. Was zum... Ach so, unsichtbare Wände. Weil man sich kein Haus leisten konnte, oder was? Okay. Von mir aus. Gibt es eigentlich Fallschaden hier in dem Heck? Glaub nicht. Der Kontrast ist aber echt gerade schwer mit Greenscreen und... Ja, wer heißt das? Ja. Komm nicht drauf. Kann das sein, dass meine Cam eigentlich ein bisschen schief ist? Liegt zumindest so ein bisschen. Ein Bildschirm gucke. Nö, geht eigentlich. Egal. Aber eventuell, ich sollte mal überlegen, ob ich die Cam vielleicht immer irgendwie schief hinhänge. Das Problem, wenn ich die Cam schief hinhänge, dann muss ich auch den Greenscreen komplett schief stellen. Was ist das hier? Dunkles, böses Loch rein da. Ja, so ein Abschnitt, cool. Also sie raten, ich breche hier irgendwo ein. So Solid Snake mäßig. Nämlich gerade an hier Schlacht im Bikini Bottom. Ein Rock Bottom. Muss ich den Knopf gedrückt halten eigentlich, oder wie war das? Ja, muss ich. Oder? Ja, muss ich. Wow. Weil die haben die den Speed erhöht? Ich glaube ja. Hoch. Komm ich da. Moment, komm ich da oben hin? So, eins, zwei. Nein, das darf ich nicht machen. Nur wenn ich irgendwie nach vorne springen muss. Ach komm. Nee, funktioniert nicht. Wird irgendwas? Lohnt sich das da hochzugehen? Nö, sieht nicht so aus. Ach, die Münzen. Genau, die Münzen hatte ich für Tipps von einem Toad. Genau. Lass ich raten, wenn die mich treffen, was passiert dann? Was passiert, wenn mich die Scheinwerfer treffen? Verliere ich Leben? Sterbe ich einfach instant komplett oder?
Wow. Ich hab keine Ahnung. Ist mir auch egal. Einfach nicht treffen lassen. Kippen die Dinger um wie in den Mario-Minispielen? Nee. Woo! Die Dinger hängen einfach nur runter. Da hinten ist ein Stern. Ja, hoch komme ich da auch nicht. Oh Gott, das war knapp. Das war mir zu riskant. So. Aber mag ich? Hängt der. Bitte was? Scheiße. Oh ne, wo spawn ich jetzt? Ich spawn nicht wieder ganz am Anfang, oder? Ich spawn wieder hier. Ich wollte gerade sagen, wieso soll ich darüber klettern, wenn ich auch das Ding habe? Macht keinen Sinn. Ich würde echt interessieren, was passiert, wenn ich davon getroffen werde. Dass sie nur ein Stern sein soll, wundert mich aber. Ich hätte irgendwie mehr erwartet. Aber solche Level würde ich halt auch hinbekommen. Einfach nur irgendwelche Ecke machen und dann... solche Rechtecke machen. Ah, okay, okay, wir haben zumindest gesehen, okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das Licht ist quasi heiß. Es fungiert wie Lava. Okay. Aber solche Level könnte ich eventuell, wenn... Okay. Wenn ich Blender könnte oder mich in Blender reinarbeiten würde, dann könnte ich sowas auch noch einigermaßen hinbekommen. Minimalistisch halt. Okay, wäre mein zweiter Stern hier in SimCity. Es geht zu schnell. Der Stream läuft nicht mal eine Stunde. Ich habe gleich alles geschafft, was ich machen wollte heute Abend. Dark Ally, ja. Das quält mich schon mehr. Hier ist es heller. Hallo, ich möchte... Danke. Was sind das für Dinger? Ignorieren. Und Butterfly. Der Hack ist okay. Ich habe schon schlechtere Sachen gesehen, glaube ich. Aber auch schon bessere. Also von den Ideen und von den Mechaniken her ist der Hack auf jeden Fall sehr schön. Über den Namen kann man aber sehr stark streiten. Der Name ist das Schlechteste am ganzen Hack. Man muss aber auch sagen, das hier soll quasi eine Stadt sein. Also eine Großstadt mit Hochhäusern. Ist jetzt hier nicht so viel künstlerisches Dasein ist, das ist verständlich, finde ich. Also ich muss sagen, der Hack hat drei Level. Die ersten zwei Level habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, mal irgendwann gespielt. Und die beiden Level waren schon ganz okay. Der erste und der zweite. Der erste war so ein relativ simples Urlaubsparadies. Der zweite war halt der Canyon. Der Kack-Canyon. ja. Nee, der war schon... Der Canyon war ganz okay eigentlich. Wie gesagt, die ganzen Funktionen sind super. Also was ist das für ein Würfel jetzt eigentlich hier? Was zum Teufel? Okay, ich denke mal, ich muss das Ding jetzt einfach in Richtung Pfeil bringen, oder? Was hätte jetzt der... Ich werde von einem roten Dingens verfolgt. Hilfe. Ich hasse es, erfolgt zu werden, das gefällt mir nicht. Ach so, okay. Jetzt nicht im Ernst, oder? Jetzt habe ich... Okay, Moment. Was ist das für Dinger? Das sind irgendwelche Neonleuchten oder so, keine Ahnung. War das Ding hier gerade auch schon bunt? Wenn man guckt, so ein bisschen... Ja, der Hack geht halt echt auf diese ganze Simp-Mechanik ein. OnlyFans und was weiß ich nicht alles. Der Humor ist auf jeden Fall auch ganz nett. Wenn ich mich nicht irre, welcher Hack war denn das noch? Der Mario Party Hack, den ich davor gespielt hatte und letztes Jahr auch schon mal, der war, glaube ich, von dem gleichen Entwickler. Der war schon so ein bisschen besser, aber der hatte auch eine Vorlage halt. I usually hang out here because I can stare at the statue of Toadette without having any fear of accidentally making eye contact. Ja. No premarital gags.
Premarital? Keine Ahnung. Egal. War schon. This sign appeared overnight one day. We still have no idea who did it. I mean, we would even think of something like this. Ich weiß, dass Gex, glaube ich, mal von Dingens gespielt worden ist. Simple Flips, aber ob das damit zu tun hat, keine Ahnung. Kann ich die Dinger kaputt machen? Und das wieder abbauen? Fünf Stern? Nee, kann ich nicht. Okay. Egal. So. Nein. Was gab es jetzt hier noch? Hier gab es nur diese komischen Neonröhren, die aus dem Boden geschossen kommen. Und halt das Ding, was auf einmal einen roten Buhu spawnt. Ah, okay, der macht einfach nur Schaden. Okay. Der macht einfach Schaden, wenn er mich trifft. Kann ich auf den... Nee. War hier nicht gerade noch eine Rail zum Grinden? Egal. Kann ich eigentlich irgendwie Speed aufbauen? Nein, ich kann keinen Speed aufbauen. Wow, okay, das war knapp. Das war knapp. So, was ist das für ein Ding? Blumenkübel oder was? Es sieht nicht gesund aus. Jetzt sag mir nicht. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte mich schon wieder verbuggt hier irgendwo. Nicht nur so eine Art Blumenkübel oder so. So, was ist... What the hell? Okay. Oh, ich bin oben auf der Skyline. Nee, nicht ganz. Da ist wieder ein Eingang. Oh Gott, der Level ist zu groß gefühlt. Der ist riesig wieder. Und ja, fast unübersichtlich, hätte ich jetzt gesagt. Zumindest ist er in Farben eingeteilt, dass man sich daran orientieren kann. Aber ansonsten... Das ist echt schon nicht die feine englische Art hier. Eine Map wäre irgendwie ganz praktisch dann. Es fehlt irgendwie noch den Hex. Maps. Jetzt bin ich hier, okay. Macht das Sinn? Ja doch, ich bin über... Ja doch. Okay, es ergibt sogar Sinn. Die Level sind richtig verbunden, oh mein Gott. Nein! Ich hab die... Es gibt keinen Fallschaden. Okay. Dann ist mir das egal. Ich will mich aber erstmal unten weiter umgucken dann. Ich jetzt eh gerade runtergefallen bin. So. Kaputt. Gut, ist nichts drin, okay. Allein diese Mechanik mit den Rails. Die ist super. Der Skate. Oh mein Gott. Im Skatepark, das könnte Spaß machen. Ja, das sieht nach Spaß aus da vorne, der Skatepark. So, und die Simp Mafia, was hast du zu sagen? Make your way to the top of the main hall if you wanna get by. Main hall, achso, main building wahrscheinlich, oder? Ach so, ach, ist das dann das Ziel des Levels quasi, da oben hinzukommen? Okay. Von mir aus. Zumindest gibt's keine Münzsterne, das ist schon mal praktisch. Zack. Ja, ansonsten. Habe ich jetzt gerade nicht viel zu erzählen. Außer, dass ich 2 Wochen lang irgendwie gefühlt Pause gemacht habe, aber... Das stimmt auch nicht. Ich habe 2 Wochen zwar nicht gestreamt, aber ich habe sehr viel Genshin aufgenommen. Sehr, sehr viel Genshin. Also... An die 40 Videos für Genshin, die meist eine halbe Stunde mindestens sind. Teilweise sogar eine Stunde. Muss ich vorher irgendwen ansprechen oder kann ich einfach so machen, wie ich möchte? Mal jetzt mal weiter. Oh, das war knapp. Hat was von diesem Mario Kart, nee, nicht Mario Kart, sondern von diesen, okay, ich glaube, das macht so keinen Sinn ohne irgendwas. Hat was von diesen Kartstrecken in den Mario Party Teilen. Ich hoffe, die gibt es im nächsten Mario Party dann halt auch. Als, also in dem hier neuen dann im Oktober. Hey, wanna play a game? You can survive 3 laps on this track, I'll give you something shiny. Deal? Yes. Oh, ach so. Okay. Gott. Das war knapp. Okay, runterfallen zählt auch. Okay.
Gut. Okay, ich muss ihn, beim Springen muss ich den Stick nutzen, sonst kriege ich keine Geschwindigkeit nach vorne. Okay. Okay, jetzt weiß ich, wie ich hier durchkomme. Okay, die Stelle ist hart. Oh Gott. Drei Runden soll ich hier packen? Ich krieg nicht mal eine hin. Ach so, wenn ich die Dinger treffe, kriege ich auch noch Schaden. Halt. Ich kann nicht abbrechen. Ach so, ach, wenn die Dinger, wenn ich die aber getroffen habe, dann sind sie komplett weg. Stimmt, ich bezahle mit Münzen. Okay. Wie kommt man da wieder raus? Was ist das hier für ein kleiner Innenkurs? Wow, 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 Moment. Das ist ein bisschen... Ach so, ah, das war der Schalter, den ich gesehen habe, okay. Das wird jetzt schon nichts mehr. Ja, okay. Okay, aber das gefällt mir. Ich sage, der Skatepark, der ist super. Wow. Ah. Okay, warte mal. Kann man das auch? Man kann auch cheaten, okay. Man kann auch cheaten. Naja. Aber okay. Der harte Stern ist der hier. Oh Gott. Das wird jetzt... Das wird nervig. Zumal die Dinger wahrscheinlich auch noch wieder respawnen. Nicht ein bisschen... Ich kann nicht slowdown, okay. Eieiei, okay, das ist schwerer als dieser Sonic Level. Oh Gott. So. Okay, speeden und... Oh Gott, das könnte nervig gestellt werden. So, Lab 2. Ach komm. Ja, die respawnen sogar. Nur der aktuelle ist halt. Ach so. Ah, die Runden speichern. Okay. Ich darf, muss nur mit einer Lebensanzeige durchkommen. Ja gut, dann. Dann ist das Ganze easy. Ich dachte, ich muss ohne zu. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Ich muss erstmal überleben. Runterfallen ist nicht so schlimm. Getroffen werden ist dann eher schlimm, okay. Er wird 5 Münzen für ein Leben, okay, von mir aus. Okay, aber das ist... Das ist sehr fair. Wenn ich 3 Runden ohne komplett getroffen zu werden machen müsste, das wäre hart. Aber das... Das ist easy. Wow. Ach komm! Als ob das jetzt zählt als Boden berührt. Moment. Ich habe jetzt schon in der ersten Runde eine halbe Leben verloren. Warte, ich möchte sterben. Bitte kill mich einmal. Danke. Ich überlege gerade. Ich glaube, im Gefrierfach ist auch noch ein Lachs drin. Ne? Lege ich den raus und mache nach Sushi? Ich weiß es nicht. Aber dann müsste ich eine Menge Sushi machen heute Nacht, damit ich für morgen halt noch was habe. Hm. Hey, wanna play a game? Ja. Muss immer noch eine Hol... Jetzt euer Ernst? Wow. Das hat jetzt gezählt, als ich bin rausgegangen. Wow. Okay, oh Gott. So. Rüberspringen ist einfacher als runter durch. Okay, Runde 1. Ich vergesse die immer. So. Wow, das war knapp. Ich kann eine Stampfattacke machen, um zu stoppen. Okay, das ist gut zu wissen.
Das funktioniert also auch. Dampfen zum Pausieren. Er ist weg. Runter durch. Kamera spielt nicht mal mit. Wow, okay, das war knapp. Ach so, okay. Ah, wenn ich nicht rausfalle und nicht sterbe, dann bleiben die aber deaktiviert. Okay, das ist gut. Wenn der jetzt hochgeht, dann geht der runter. Jetzt habe ich den nicht. Ich hab's doch gehabt, Mann. Jetzt habe ich nicht genug Speed gehabt, oder ich habe nicht nach vorne gedrückt. Ich weiß es gerade nicht. Okay, egal, passt schon. Kann ich eigentlich hier hoch? Kriegen wir rein gar nichts, okay. Ja gut, jetzt habe ich aber die Tricks raus. Jetzt geht's. Ja, ja, I wanna play. Solange ich nicht rausfalle, ist kein Problem, was ich hier mache. Und ich habe sehr viele Tricks. Ach, come on. Die Stelle ist kacke. Ja, spring da. Wenn der weg ist, habe ich eigentlich keine Probleme mehr, weil hier müsste ich ja eigentlich gut durchkommen immer. Das ist die einzige Stelle, wo so ein bisschen hapern kann. Oder halt am Ende. Ist der jetzt unten? Vergesst das immer da an der Stelle. Ach, dieses Hoch und Runter mit der Kamera ist das blöd. Oh, warte mal, vielleicht sollte ich die Kamera so einstellen. Eventuell sollte ich die Kamera ranzoomen. Das könnte eventuell was bringen. Zumindest hinten. Ja, ja, I wanna play. Ich hab gerade fast gehabt und jetzt sind sie schon wieder hier dran. Ich nutze den Stick nicht. Ein bisschen blöd. Okay. Geht halt auch ohne. So. Und dann speeden. So, gut. Runde 1. Okay, er geht zumindest dann immer mit Momentum mit. Das ist gut. Ja, das ist ein gutes Moment. Ja, das ist. Oh, das ist super. Passt perfekt. Es hat nicht gezählt. Nein. Scheiße. Man kann doch. Okay, man kann doch schief springen. Scheiße. Wenn man den Stick berührt, kann man doch schief springen. Ansonsten springt er gerade. Wow. Okay. Okay, jetzt aber. Okay. Wow, das war wieder knapp. Ja. Und jetzt nicht verkacken, Uni. Nicht verkacken. Wow. Okay. Oh, Gott sei Dank. Darf ich jetzt hier auch runter? Okay, Dinger sind weg. Ich darf hier runter. Geht doch. Aber das ist super. Mehr. Ich will mehr von solchen Funktionen. Ich bin echt auf die nächsten Case-Hacks gespannt, weil da kommen zwar auch ein paar neue Mechaniken vielleicht dazu wieder, aber die sehen mittlerweile recht gut aus sogar. Also ich meine, Last Impact sah auch toll aus an sich. Also gutes Design an sich, ja. Aber so ein bisschen was fehlt halt irgendwie mal bei den Leveln dann. Minimal zumindest. Was zum? Stand der Wagen da gerade schon? N64. Mario fährt Auto. Oh Gott. Okay, Momentum bleibt gleich.
funktioniert, okay. Oh Gott, die Ansicht ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Doch, der, okay, der kommt. Kommt dichter. Ja, fährt doch wieder nach vorne. Okay, dann zu dem rüber. Ui, okay. Das ist aber auch geil. Ich meine, es wird sich nicht großartig bewegen. Es sieht nur so aus. Also was ähnliches gab es auch in Super Mario 64 Land, meine ich, bei Chaos. So einen ähnlichen Levelabschnitt. War sogar ein Bossfight, meine ich. So, wie viel habe ich jetzt? Ich habe jetzt 5 SimCity-Sterne, okay. Das ist nett zu wissen. Das heißt, ich habe fast die Hälfte. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt von da hinten kam ich irgendwo ganz. Ich bin da nicht umgeguckt bisher. Wobei doch, da hinten war der Skatepark. Da hinten komme ich erst durch, wenn ich dann das Ende vom Level erreicht habe. Offenbar. Da sind irgendwelche Treppen. Da ist hier dann Fahrstuhl nach oben. Also Fahrstuhl, Anführungsstrichen mal. So, aber hier wollte ich mich noch umgucken. So, hier ist eine Map. Ja, Main Building, bla. Ja, die roten Münzen waren, glaube ich, oben, wenn ich mich nicht irre. Also, das hat das Ding geöffnet und kann ich eigentlich jetzt hier auch durch? Oder ist das eine Wand? Okay. Von mir aus. Soll ruhig eine Wand sein. Da ist wieder ein Gebäudeeingang. Okay. Mal gucken. Der hier hat sogar halbwegs gemütlich eingerichtet. Im Verhältnis zum Rest der Stadt bisher. Kann ich nicht einfach. Könnte ich. Wenn ich es richtig bekomme. Die ganze Wand darf ich nicht sein. So. Ja gut, okay, wo komme ich jetzt hin? Eigentlich, ich wollte noch gar nicht. Achso, jetzt bin ich hier auf dem Dach mit der roten Münze. Ja, da hinten war ich vorher, okay. Achso, das ist das. Ach, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Uhr gerade, aber nee, das ist der Radar. Das rote Münzradar. Ja gut, man könnte es ausmachen, aber standardmäßig ist es an. Dementsprechend, ja, ich nutze es einfach mal. Warum soll ich es ignorieren und nicht nutzen? Wait. Denn die rote Münze letztes Mal übersehen? Nee. Hopp. Kann ich wohl? Nein, kann ich nicht. Ach, da war ich vorher, auf dem Dach. Okay. Ah, hier ist auch noch ein Eingang. Boah. Zumindest haben sie es hier geräumig. In den Hütten. Hopp, nein. Ah. Blick gerade. Ich muss die F3 vom letzten Jahr. Nee, ich muss die F3 vom vorletzten, letzten und diesem Jahr nochmal nachholen. Weil ich glaube, in der vom vorletzten Jahr gibt es immer noch ein, zwei Hacks, die irgendwie. Entweder noch nicht draußen sind oder draußen waren oder die ich übersehen habe. Genauso wie halt den hier. Den habe ich auch eine ganze Weile übersehen. Muss ich mal nachgucken nochmal genauer. Auf jeden Fall vom letzten Jahr sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich noch nicht gespielt habe oder die noch nicht draußen waren. Und von diesem Jahr ja sowieso. Kann das Lampen sein? Wehe, ich bekomme jetzt gleich nichts oben geliefert. Das muss mindestens ein Stern sein. Bei den ganzen Jump. Es ist nur eine Tür, verdammt. Ah, nee, die rote Münze kriege ich dann hier oben, oder? Hä? Wo bin ich? Where the fuck am I? Ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Ach so. Ah. So kommt man eigentlich hier rauf. Oh Gott, dann lieber den anderen Weg. Dann lieber die Fahrstühle. Dann lieber einen Fahrstuhl. Das ist
ja, boah, ein nerviger langer Weg nach oben. Aber zumindest ein guter Alternativweg. Also ist hier unten. Hier war die rote Münze. Kam ich nicht von hier? Doch, von hier kam ich. Okay. Ja gut. So, und dann ging ich hier nach oben. Da ist eine rote Münze. Da komme ich auch von hier aus nicht so hin. Gut. Was zum... Wie scheiße groß ist der Level bitte? Alter. Groß und leer, aber irgendwie auch nicht. Hm. Es sieht zwar echt nicht hübsch aus, großartig, aber es ist trotzdem zweckmäßig und man kann erkennen, was man hier machen soll oder was es hier darstellen soll. Und das Großstadtfeeling kommt hier definitiv gut an. Wow, das war knapp. Redest du mit mir oder du bist Akro? Okay. Und was soll das darstellen, bitteschön? Also jetzt in einer normalen Stadt gäbe es sowas nicht, aber okay. Da ist eine Münze. Gott. Ja, ich habe mich nicht mal unten umgeguckt. Das Ende. Ich wollte erst unten eigentlich machen. Wait. Kann ich hier... Okay, da geht eine Rail um die Kurve. Ne, ich komme hier nicht hoch. Ich könnte darüber. Das ist ein Labyrinth. Halt, ist das nicht... Das ist das Haus, wo ich... Oder? Nee. Ah, doch. Nee, sonst werden hier noch keine, Münzen mehr. Moment. Da ist der ein... Achso, jetzt bin ich hier. Oder war ich hier doch schon mal? Nee. Ah, das war das, wo ich hätte rübergehen können. Bis ich es verkackt habe, okay. Und dann wäre ich da und dann würde man da auf das Dach kommen und... Kann es sein, dass das der ursprüngliche Weg hier hoch eigentlich sein soll auch? Da vorne? War da gerade Münze? Nee. Da unten Wasser und sieht auch noch Wasser aus, okay. Egal. Da sind die Treppen wieder. Ey, egal wie das hier aussieht, das ist einfach so cool gemacht, dass man mit solchen Rails nach oben kommt. Und das wäre, okay, das wäre der normale Weg, wie man nach oben kommen soll. Okay, gut. Soll ich mir jetzt merken, wo ich war? Okay. Sieht sehr hübsch aus hier. Mit dem Wasser. In der Dark Ally war ich. Das hier ist Residential Area. Da ist eine Map. Residential. Hä? Ach, da oben, der gelbe Bereich. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie hier zu klein aus, als ob da was wäre. Also zumindest, es gibt eine Map. Zum Nachhinein. Aber so eine Live-Map wäre halt ganz schön praktisch noch irgendwie. Aber okay. Das macht's. Was sind das hier für komische Dinger? Was sind das für Viecher? Die sind nur leicht beunruhigend. Aber da ist der grüne Cube, okay. Ah, irgendwie juckt gerade die Impfstelle. Das ist... Die Stelle ist immer noch angeschwollen und tut weh, wenn ich sie berühre. Sehr ekelhaft. Aber zumindest meinem Arm geht es wieder einigermaßen gut jetzt. Ich nehme übrigens alles zurück. Dieser Level wird doch länger als eine Stunde dauern. Ich habe doch noch was zu tun. Einfach nur, weil er so scheiße groß ist. Gut, jetzt bin ich hier oben im Residential-Bereich. Residential, quasi der Bewohnerort. Die höher gelegt sind, damit die Straßenkriminalität nicht hierher kommt, oder was? Sieht sehr unrealistisch aus ansonsten. Das ist... Okay, da ist ein Pfeil und eine Tür.
Die Musik ist aber, oh Gott, die Musik geht mir auf den Sack. Ich meine, deswegen kann man wahrscheinlich die Musik abschalten. Die Frage ist. Okay, das ist ein extrem geiles Feature. Ich mache den jetzt trotzdem wieder an. Aber ich könnte jetzt eigene Musik laufen lassen, wenn mir die Musik hier auf den Sack geht. Und ich könnte halt trotzdem noch die SFX-Sounds hören. Das ist super gemacht. Okay. Das gefällt mir. Bringe ich jetzt eigentlich gerade alle Einwohner der Stadt hier um? Irgendwie ja, oder? Egal. Wir dürfen das. So. Und da kam ich. Sterben darf ich jetzt mittlerweile auch genug. Also von daher. Vielleicht gibt es irgendwie sowas als Belohnung, wenn man nicht einmal gestorben ist und alle Münzen eingesammelt hat, die es gab, dann kriegt man irgendwie keine Ahnung. Du hast kein Leben als Glückwunschnachricht oder so. Ich habe keine Ahnung. Egal. Ist noch so ein schwarzes Loch. Okay, rein da. Hui. Eine Rutsche. Oh mein Gott. Es wird immer besser. Eine dunkle Rutsche, das gefällt mir nicht. Woher weiß ich, wo ich rutschen darf und wo nicht? Oh Gott. Okay, ich sehe woran. Okay, dass man da nicht runterrutschen darf, sehe ich auch. Okay. Vom Stil her, ja, das war nett. Es gab eine falsche Abbiegung und ansonsten mit dem Dunklen und den Münzen als Lenkhilfe, ja. Doch, war schon ganz nett. Gibt bessere Rutschen. Gab es, glaube ich, mehrere Hexen, die nur Rutschen hatten. Aber das war trotzdem nett. Der stehen wir jetzt wieder einfach. Müsste jetzt der sechste gewesen sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Und 6 habe ich noch. Gut, die Hälfte geschafft in 40 Minuten. Also ja, ein bisschen mehr als eine Stunde wird der Hack dauern. Hier sind mehrere Eingänge. Ich rate, ich muss erstmal in die anderen Eingänge rein, damit ich die Tür hier aufbekomme. I can't answer the door right now. I'm too busy playing Coochie Quest. Come back later. Coochie Quest, ah, das war hier dieses Dating Sim hier, was die hier wohl alle spielen in dem Hack. Above this apartment because it's at the highest point of the city, so it's closer to heaven, which is where all my queens are. Oh Gott, okay. Und auch bestimmt teurer, wenn man nach japanischen Standards geht. Je weiter oben man wohnt, desto teurer ist es, desto angesehener ist man. Wenn man über anderen steht. Keine Ahnung. Wobei ich mir denke, wieso sollte man freiwillig weiter oben wohnen? Klar, die Skyline zu betrachten ist dann cooler, von oben aus gesehen. Aber ja, wenn man da wirklich als Hauptwohnsitz wohnt, in so einer riesigen Stadt und dann irgendwie im 30., 40. Stock oder so als Beispiel. Ja, die Aussicht ist geil, aber bring da mal Einkauf hin. Okay, wer sich die Wohnung leisten kann, der braucht keinen Einkauf, davon mal abgesehen. Der geht jeden Abend essen, bevor er nach Hause geht. Der tut höchstens vielleicht was zu trinken noch zu Hause stehen oder lässt sich dann vom Zimmerservice bringen. Vom Hotel, ja, nicht Hotel, sondern vom Apartment-Service oder so, aber grundsätzlich kann ich sie einfach ziehen. Oh Scheiße. Gibt da. Nee. Monat 7, Tag 15, Jahr 2. Wie war das nochmal bei den Amis? Tag. Nee. Nee, Monat, Tag, Jahr. Oder Jahr, Tag, Monat? Egal. Nimm mal den 15.07.2012. Your tier 3 Sub to Pokimani has expired. Click here to go to the channel and resubscribe. Also. Ein Pokémon ist Simp. Hier sind die Häuser so hoch, wie hier nichts drin ist. Egal. Da war ich. Hier. Gucci Quest.
I literally don't even care about the Kuchik anymore. This is now an any person run. Kann ich da irgendwas noch machen? Nee, kann ich nicht. An any person run. Hm. Ist in manchen Spielen gesünder, als wenn man auf alles gehen möchte. Riesenwohnung. Okay. Hi. The other night, while I was jacking off to hentai, I heard a really loud noise outside. I went outside to check and there was a huge crater in the ground to the right. We still don't know what caused it. Ja, und das kümmert auch keinen, das zu fixen oder so. Wie schön, wie die haben alle nur einen Tisch, ein Sofa und ein Fernsehgerät oder ein PC. Kümmert keinen, was da jetzt wirklich war. Okay. Hopp. Die ganzen Umzugskartons. Ach ja. Sollte hier noch irgendwas sein? Nee. So. Also, oh. Oh Gott. Hatte ich jetzt schon jede... Ja doch. 1, 2, 3, oder? Nee, da war ich noch nicht drin. War da eine Tür? Da war keine Tür. Da war keine Tür, okay. Dann passt das hier sogar. Hm. Kann man... Ja, kann man. War ich dahinter? Ich glaube, ich bin hinter den Gebäuden lang gegangen, oder? Kommt mir bekannt vor, ja. Bei. Egal. Jetzt bin ich gerade hier oben, jetzt will ich auch weitermachen. Wow. Um die Kurve, ja. So, und jetzt... Ich meine, gut, so komme ich hier hin. Aber... Die Tür da hinten ist noch verschlossen. Oh, Moment. Kann ich? Theoretisch kann ich, oder? Klappt das? Weil ich will eigentlich das Gelbe da Haus da vorne hin. Na. Wird nicht so gut, wie ich dachte. Na komm. Nee, klappt nicht. Hm. Ansonsten, die Tür ist dicht. Der spielt Kuchi Quest. Der ist busy. Da war ich drinnen. Also 1, 2, 3, 4. Hier kam ich hoch. Ja gut, dann bin ich hier wohl fertig. Hier gab es zumindest einen Stern in dem Loch. Der zweite wird da hinten wahrscheinlich sein, aber da komme ich gerade nicht hin. Ich wüsste jetzt nicht wie. Und hopp. Da geht's lang, da geht's lang. Ich will erstmal hier lang. Oh Gott, ich kann den Abstand nicht abschätzen. Wow, okay. Also das ist der einzige Weg, wenn man hierher kommt, okay. Bali's Beta Kitchen. Aha. Da erscheint der Stern. Jetzt mal auf der Seite noch ein bisschen mehr gucken sollen, oder? Achso, nee. Ah, da ist da das Dach und dann. Ah, okay, warte mal. Eventuell bin ich hier sogar ganz gut für den Münzstern. Achso, ich komme hier gar nicht mehr weg. Außer. Ich springe hier runter. Wow. Ah, dann kommen wir dahin. Okay. Geronimo! Woo! So. Aha. Was für eine miese kleine rote Münze ist das denn? Das war die letzte? Ah ne, ich muss 6 von 8 muss ich ja nur finden. Wie war das? Ich muss nur 6 finden, aber 8 gibt es. Okay. Good to know. Good to know, definitiv. Definitiv, ja. Okay, hier ist die 7. Mhm. Die waren jetzt aber extrem dicht beieinander, muss ich sagen. Naja, nicht mein Problem. Zack. Und da runter, da kommt man da hoch. Hm.
Aber ich mag dieses System. Das ist super. Ich kann das einfach nur loben. Dieses Rail-System. Was war da hinten? Irgendwas vertaut war da hinten. Oh Gott. Weiter nach oben. Taut Toy Store? Was für ein Toy Store? Wir sind hier in SimCity. Das ist wahrscheinlich ein ganz anderer Toy Store. Okay. Kamera bitte fein drehen. Ja gut, okay. Nein. Ah, da oben ist ein Stern. Eine rote Münze. Hm. Jetzt aber. Ah, kann ich eigentlich... Ja, kann ich. Greater in the Residential District. Scowling the Skyscrapers. Crapper. Skycrappers? Fehlt ein S oder nicht? Dark Alley Platforming. Crater in the Dark Alley. Alley? Egal. Car Ride Behind the Gate. Skatepark. Obstacle Course. Star Piece in the Skatepark. Und, ja gut, die fehlen noch. Boah, schaffe ich den Sprung auf das Dach? Nee. Mal kurz überlegen, wo waren jetzt der. Da hinten ist der Gun. Da war die Münze, da war die Münze. Hier war das. Ich könnte da hinspringen, dann könnte ich da wahrscheinlich hinkommen sogar. Und da muss ich hin, damit ich den Level quasi abschließen kann. Okay, Moment. Ich hoffe, die Richtung stimmt. Ich hoffe, die Richtung stimmt. Ja. So, und jetzt bin ich hier. Okay. Das schaffe ich nicht, oder? Nee. Aber von hier aus komme ich dann... Okay, dann komme ich von hier aus da hinten hin. Trotzdem erstmal gucken, ob ich jetzt an den Stern rankomme. Dann habe ich den nämlich auch schon mal weg. Oh Gott! Da war ein Abgrund. Hätte knapp sein können. Hätte sehr schief gehen können. Also knapp war es, aber... Okay. Ich höre mir selber nicht mehr zu, was ich laber. Passt schon. So. 34. 1, 2, 3, 4 Stück noch. Einer da oben in der Ecke, einer oben auf dem Gebäude. Auf jeden Fall. Einer in dem Residential-Bereich noch, eventuell. Also hier komme ich jetzt dahin. Dann geht es aber nur da hinten weiter, okay. Dann muss ich jetzt hier dahin springen. Yay. So. Und da unten gibt es halt bestimmt auch noch ein, zwei jetzt. Irgendwie. Die werden jetzt nicht alle hier oben sein. Okay. Was war jetzt das für einer, bitteschön? Catching this buying tout. Okay. Yeah, I'm trying to sneak a peek. Mind your own fucking business. Ach so. Das berühmte Sofa, was eigentlich schwarz sein müsste. Ich glaube, ich verstehe die Anspielung. Aber auch nur von den Memes. Kann man da selber rein? Wieso liegen da schon wieder irgendwelche Kampfsocks rum? Und was ist da unter mir? Main Hall auf jeden Fall, okay. Eieiei. Wie komme ich jetzt nach oben? Ich dachte, ich komme von hier aus nach oben. Und doch von der anderen Seite aus irgendwie. Das hatte ich mir gedacht, dass das nicht funktioniert. Stimmt, die Blöcke habe ich ja noch. Die Blöcke fehlen noch. Ich habe erst einen Block gefunden. Wow. Gut, sind die versteckt.
Könnte eventuell noch Problem werden, die zu finden. Wieso stehen hier random Boxen rum? Das ist noch als Kill zählt. So. Hier ist doch nichts jetzt eigentlich dann, oder? Da ist das Skatepark wieder. Hier könnten natürlich diese Boxen jetzt versteckt sein. Da sind die so weit versteckt worden? Weit im Aus? Ich meine, der eine war jetzt auch relativ weit im, in der Ecke halt versteckt, aber trotzdem. Hm. Oh Gott! Das ist ein Fahrstuhl. Ei. Also, und dann komme ich hier an. Also. Achso, und da ist der Spying Tower, okay. Interessant. Er ist viel zu klein, um da durchzugucken eigentlich. Wow. Only Fans. Oh Mann. Also er begafft jetzt mich quasi. Ach, von der Seite aus gibt's gar kein Zimmer. Ach, gar kein Fenster. Achso. Und hier aus sieht man das Fenster nicht. So, deswegen Spying Tower, okay. Ich würde gerade sagen, weil eigentlich Spying ist nicht wie wenn ein Fenster wäre, aber okay. Kleiner Voyeurist, also. Mhm. Man nutzt die Sprünge so selten. Ich nutze jetzt einfach mal ganz kurz. Ist da Lava? Wieso ist da Lava mitten im Gebäude? Ach komm, jetzt nicht wirklich, oder? Auch wenn ich der Meinung bin, dass das sind keine Softboxen, die da stehen. Sieht zwar nach Studiolicht aus, aber ich weiß ja nicht, ob das so praktisch ist. Ich meine, klar, ja, hier ist sowieso alles größer, aber irgendwie so ein Riesenklo. Die Badewanne ist ja einigermaßen im Verhältnis, muss man sagen. Ist eine Luxusbadewanne. Aber dann das Waschbecken daneben und... Wobei, das Waschbecken ist halt höher als die Badewanne. Das ist... Na gut, die Badewanne müsste eigentlich auch dann höher sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, eigentlich nicht. Die sind eigentlich im perfekten Verhältnis. Badewanne ist tiefer. Aber, ach, egal. Ich versuch mal nach Logik zu suchen hier. Was? Achso. Einfach rüber. Nein! Ich habe noch extra mich hochziehen wollen. Die Musik ist echt nervig mittlerweile. Kann ich da, also da kann ich einfach so hochlaufen. Ah, und dann komme ich. Jetzt bin ich auf dem Main Hall, wo ich hin sollte. Okay. Okay. Und so komme ich dann da hinten auch hin. Von mir aus so Mafia-Taut. Simp-Mafia. Hallo. Dude, ich will mit dir reden. Was ist dein Problem? Hallo. Okay, dann drücke ich den Schalter jetzt einfach. You've done well to make it this far, but I don't think you'll be making it any farther. We've worked too hard to let a loser like you fuck things up, and I think my patience for these silly games has run out. So if you'll excuse me, I'll be cutting right to the chase, heh. Oh mein Gott! Verfolgt er meine Spur? Er verfolgt meine Spur wie die Schatten Marios in Galaxy. Ist das geil! Oh, scheiße. Nein! Oh, fuck. Ich krieg ein Reset dafür, okay. Das Spiel ist so fair. Warum können nicht alle Hex so sein? Macht jetzt auch so eine komische Rolle? Ich hab keine Ahnung. So. Darf ich mich wahrscheinlich nicht berühren, weil sonst bin ich instant tot, oder? Oh Gott.
Warte, was? Ach, die ist da erschienen. Ich wollte gerade sagen. Okay. Auch eine neue Mechanik, die habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Auch wenn es eigentlich nur Schalter wahrscheinlich sind. Es gibt sogar Checkpoints unterwegs bei der Chase-Szene hier. Ich habe mich aber auf dem Dach leider nicht genug umgeguckt da vorne. Aber dürfte eigentlich nichts sein. Ich krieg's gerade nicht hin. Aha. Trotzdem schöner Abschnitt. Gefällt mir. Er hat hier irgendwie. Ich weiß ja nicht, in welcher Art und Weise wir jetzt in Mafia hier in die Quere gekommen sind, aber egal. So. Ach, das ist. Ach, das ist mein Checkpoint eventuell. Oh Gott! Oh Gott! Hab ich da irgendwas vergessen? Dachte, da könnte man schnell machen. Ah, lass mich raten. Ich verliere aber Leben. Also normale Lebenspunkte halt. Und wenn ich die auf 0 habe, dann muss ich alles von vorne machen. Okay, das ist ein guter Deal. Immer noch. Hier. Achso, jetzt kommt man hier hin. Das ist, okay, das ist cool gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber okay, ja gut. Okay, der Taut ist aber einfach nur wieder ein Green Demon im Endeffekt, den man wegrennen muss. Es ist einfach nur ein Green Demon in dem Moment eigentlich. So ein Pilz, der einen instant killt. Okay. Mein Gott, ein Taut ist für so ein Pilz, aber mal abgesehen. Da will ich aber noch gar nicht hin, weil das ist mit der Ausgang. So, ein, zwei. Zwei Stück noch. Einer für die Cubes und einer wahrscheinlich im Toy Store. Oder die Tür da oben halt. Die Frage ist, wo sind jetzt diese Cubes überhaupt alle? Ich habe erst einen roten gefunden. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen versteckten Ecke? Den ich übersehen habe, wo ich hier war. Nee. Irgendwie nicht. Nope. Auf den Dächern dürfte auch nicht mehr viel sein eigentlich. Ich habe die 8. Münze noch nicht gefunden. Beziehungsweise doch, die 8. Münze habe ich gefunden. Ich weiß, wo die ist, aber will ich jetzt eigentlich gar nicht hinlaufen. Die 8. Münze ist nämlich da vorne auf dem Dach im Dark Area. Ah, hier ist ein blauer Cube. Okay. Wow, what the hell? Die Gonzales ist da auch noch zu. Ja, okay. Ach komm, wirklich? Das hat jetzt nicht funktioniert. Nur auf der Kante. Okay. Das funktioniert echt nicht. Sollte mir das die Wand sagen? The Green Comet. Ach so. Comet, weil Come und nicht Comet. Okay. Oh, oh Gott. Oh ja, 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 ja. Diese ganzen Schilder und diese Anspielung hier. Wow. As Impact statt Last Impact. Oh Mann. So, hat funktioniert. Nächster Cube. So, zwei auf der rechten Seite, zwei auf der linken Seite wahrscheinlich, oder? Also umgekehrt. Zwei links habe ich jetzt, also zwei rechts noch. Da ist noch ein grüner Toad. Hi. Hi, I'm the Hint Toad. For 25 Coins, I give you a hint for a star in this world you haven't found yet. Nee, erstmal nicht. Nicht so lange, wie ich noch nicht habe.
nicht mich komplett umgeguckt habe. Das wollte ich sagen. So, Venmo war ich drin. Muss ich Venmo kennen? Und auch irgendwie so eine Seite, oder? Keine Ahnung. So, komme ich oben hin. Die Tür da oben ist immer noch zu. Wahrscheinlich kann man da aber auch gar nicht rein. Jetzt müssen wir von aus. Ah, ach, habe ich den gerade schon gesehen gehabt, den grünen Cube? Wow, okay, jetzt wollen wir es wissen mit den Dingern. Das ist ja mies. Alter, ist das mies. Okay. Ist ja ekelhaft. Das könnte der schwerste fast sein, würde ich mal sagen. Man kann halt keinen Speed aufbauen, man sieht die Dinger nicht. Außer wenn man vielleicht über größere Abschnitte hier läuft. Und auch von hinten. Das ist random? Wann die kommen und von wo die kommen? Oh Gott. Oh, ich hab ihn drin, okay. Jesus, der war. Der war knifflig. Was steht hier? So, mal 64, Beyond the Cock Mirror. Ja, Beyond the Mirror ist, glaube ich, auch ein Hack, der interessant aussah. Aber der ist auch noch nicht fertig, soweit ich weiß. Ich glaube, der war in der F3 dieses Jahr drin. Weil ich davon auch schon mal vorher, glaube ich, gehört hatte. Wenn ich mich nicht irre. Was ist jetzt eigentlich hier für Action noch, sonst außer dem grünen Ding? Hier kann man sich sonst noch Münzen holen. Hier ist aber gerade wenig Interesse dran. War da? Nee, da war nichts, okay. Auch nichts. Und hier ist die Straße. Sag, bin ich der jetzt echt hier oben noch irgendwo beim Toy Store? Irgendwie eine Ecke vielleicht versteckt noch. Bally's Beta Kitchen. Subway. Was? Short Guy Metals? Tiger Metals. Also Golddigger quasi, oder wie? Hi. Welcome to Bally's Beta Kitchen. Food so good, you'll be asking how. We do ask that all our customers comply with our only rule sort. No chats allowed. You look okay, why don't you go take a seat? Kann ich wirklich? Ein Teleporter? Nee, nicht wirklich. Ja. Bringt nichts, okay. Nö. Ich probiere es jetzt aus, ob hier irgendwas triggert. Irgendwie eine Art Teleporter oder so. Nö. Ist das jetzt der nächste Store? Shiger Metals. Oh, ein Chaos Emerald. Das sind ein paar mehr Chaos Emeralds. Chaos Emerald, ein Rubin. Also ein Zelda Rubin oder ein Soul Emerald? Nee, eher ein Rubin. Hi. Sorry, the yellow rotating star isn't for sale. Moment. Ja. Okay, die Idee war gut. Ja gut, ich habe es aber nicht gesehen, weil die Kamera blöd war. Ha! Okay, von da wäre ich irgendwie hergekommen. Von mir aus. Zählt es als Diebstahl? Wahrscheinlich. Zum City, aber letzte. The top of the main. Nee. Catching is buying tout. Red coins or simple. Nee. Ja.
Stealing a precious metal. Hat den allerersten Stern noch nicht gefunden. Ist das echt der. Ah, das ist der Cube Star, okay. Das ist der Cube Star dann. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch, weil ich will jetzt eigentlich. Ja, nicht das. Ich will wissen, was da oben jetzt noch ist. So, ach, da ist Subway direkt. Man hätte wahrscheinlich eigentlich über den Weg hier dahin kommen sollen, oder? Man hätte eigentlich so hierher kommen sollen. Frage ist nur. Aha, der Toy Store. Okay. Der Taut Toy Store. Yoshi's Cookies. Achso, ich dachte Kuchis. Ach so, und hier wäre der. Hier wäre der angeblich offensichtliche Weg gewesen. Okay. Okay, ja, das ist offensichtlich. Das wäre halt der eigentlich lange Weg gewesen, wenn man nicht schon da hinten direkt gewesen wäre und da die Wandsprünge gemacht hätte. Aber hier hätte man genau das gleiche gemacht. Okay. Welcome to the world, renowned and newly FDA-approved Yoshi's Cookies. FDA? Keine Ahnung. Food Diversity Legends? Keine Ahnung. Was weiß ich. Toys, Toy Store. Okay, es sind richtige Toys, nicht die Toys. Okay. These Space Cruisers are the very same ones seen in Spaceland from Mario Party 2. Welches in den nächsten Mario Party Teil geremaked wird, remastered. Remaster ist. Nee, ist ein Remake. Das ist ein richtiges Remake. Hi. Ich war noch nie bei Subway, was hast du so? Ja. Welcome to Subway. Can I take your order? Oh Mario, it's you. Hatten wir schon mal einen von Subway, der gerappt hat oder so? This is where I work. I sort of had to get a job here really, since my parents gave me the first name, Subway. Wow. Funny story actually. Before I got a job here, I was hunting through the transit subway, looking for work there. While I was looking, you'll never believe it. I found the Villain's Lair. The Ironia Cortex. Crazy luck, eh? Anyway, do you want anything? I'm still working after all. If you don't want to order anything, you'd better go. Okay. Sagt der Taut jetzt irgendwas dazu, dass ich den Dingens geklaut habe? Sorry, okay, er sagt da nichts zu. Er hat mich quasi gar nicht bemerkt, dass ich das Ding mitgenommen habe. Okay. Sonst irgendwas? Wo ist dieser letzte hellblaue Cube jetzt? Hm. Ja, den muss ich jetzt finden. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Sagt der hier was dazu? Ne, wahrscheinlich nicht. These cones everywhere really makes the city feel so much livelier. It's like I'm at a luau at Mel Blanc's house. Was? At wessen Haus? Egal. Ich hab ein Problem. Mir fehlt ein Stern. Und da fehlt mir ein Cube. Wo ist dieser Cube? Warte. War da drauf? Ja, da drauf. Okay. Hab ich ein Schwein gehabt, dass ich das hier gerade gesehen habe, spontan. Okay. Wo muss ich eigentlich hin? Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Links, rechts, geradeaus. Achso, ja, stimmt. Ich kriege einen Pfeil dafür. Kann es sein, dass mit jedem Block, den ich sammeln möchte, das immer mehr werden? Das heißt, der grüne war nur so viel schwerer als der andere, weil es der dritte war? Kann er sein? Wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Was soll das denn jetzt? Ist ein bisschen übertrieben.
Nur so ein ganz kleines bisschen, finde ich zumindest. Kann nicht schneller werden. Und jetzt kann ich ja nicht mal sehen, ob die kommen. Nein, ich habe B gedrückt. Du Dreckspiel. Wow, ich war da. Also in meiner Welt habe ich jetzt eigentlich einen Stern gehabt. Ach, come on. Gut, wer möchte mir Münzen geben? Ach, da sind Münzen so. Also da oben den Typen in der Wohnung kann man echt nicht mehr suchen. Ich hätte damit man irgendwie reingekonnt, aber offenbar nicht. Wait, wer bist denn du? Gates on either side of the city have been closed for a while. Most of us don't even remember where they go. Okay. Okay, das wollte ich nicht. Ganz blöde Frage. Was ist, wenn ich einfach von hier aus hingehe? Je offener die Straße ist, desto mehr kann ich sehen, wo ich ausweichen muss. Die Idee ist gut. Ich war schon wieder davor. Ach komm. Okay, aber das ist der sinnvollere Weg, weil so sehe ich nämlich aus mehreren Richtungen, wenn sie kommen. Okay, gut. Gut. Von mir aus. Trotzdem mies. Ich fand, das hätten sie ruhig jetzt so lassen können, dass ich den geschafft hätte. So. Werfen darf ich halt nicht, weil ich krieg ihn halt nicht mehr eingesammelt danach. Hab ich ihn echt quasi genau auf dem Boden. Okay, hab ihn. Eieiei. So, 38 waren es jetzt, oder? Der 39. für die Level und dann der 40. für den finalen Boss oder so. Oder für alle anderen geholt. Keine Ahnung, irgendwas in der Art. Da ist die Straße. Simp City, alle 12. Hat ja auch nur eine Stunde 15 oder so gedauert. Stunde 20 ungefähr. Insgesamt. Ich stream schon wieder 2 Stunden, wow. Wir haben es 2:30. Gut. Ab durchs Tor raus, würde ich mal sagen. Eben beim Bonusstern für alle Sterne eingesammelt, hier in den Level. Warum ist der jetzt schräg gesetzt? Man braucht zum allgemeinen Durchspielen nur 20 Sterne. Interessant. A Star was born. Achso, okay. Das ist der Mafia-Tod. Sieht's aus, oder? Hey, just a quick word of advice. Don't take those guys too seriously. It's what they want. They feed off that. Was habe ich jetzt sehen bekommen? Für alle anderen Sterne eingesammelt. Okay, bekomme ich jetzt gar keinen Boss mehr? Bin ich gespannt. Okay, jetzt redest du auch nicht mehr. Okay, 20er Barriere. Worum ging es nochmal in der Story? Ich hab's vergessen. Es ist 2 Wochen her. Peach ja retten oder so, glaube ich. Oder hatte. Nee, sie hat uns wirklich eingeladen, dass wir. Snoo-Snoo machen? Irgendwie sowas. Es hat Boss-Arena-Design. Ich hab Angst. Der Boden ist interessant. Die Simp-Brigade, die Peach quasi schützt. Ha, we are always one step ahead of you, Mario. With the powers of us all, Tier 1, Tier 2 and Tier 3, we will destroy you. There is no way you could ever hurt us with the princess.
Magic Protection on our side. Custom Boss Fight. Okay, was muss ich machen? Ah, okay, mein erster Gedanke war halbwegs richtig. Interessanter, cooler Bossfight irgendwie. Was war jetzt hiermit? Die Geister fliegen jetzt außen rum, die gestorbenen sind oder was? Oh Gott, die werfen Bomben. Es hat ein bisschen was von Yalhalla, hieß der Boss so in Windbreaker, der aus dem Sephir-Tempel, Terra-Tempel, ich erinnere mich gerade nicht so gut. Oh, sie hat nur noch zwei Sims. Oh scheiße, die... Okay. Jetzt wollen sie es wissen außerhalb, okay. Jetzt verstehe ich auch, was der Taut gerade draußen meinte. Hab keine Angst vor ihnen. Die tun nur so. Einer. Der letzte. Okay. Relativ simpler Fight, aber toller Fight. Also, es gab zumindest einen Fight und. Nee, es gab sogar mehrere Fights, ja. Es gab ja auch den Monty-Fight. Stimmt. Oh Mario, thank you so much for saving me. How could I ever repay you? Snoo-snoo. Komm, Snoo-snoo. Sex? Of course. I will do anything for a man as handsome as yourself. Snoo-snoo. Okay. Gucci obtained. Thank you so much for playing my game. Was heißt. Was ist der. Was soll Gucci sein? Ich will es nicht googeln, glaube ich. Doch, ich will jetzt googeln, was Gucci heißt. Was steht Gucci im Englischen? Oder im Slang-Bereich? Achso, ich sehe. Nee. Ich hasse es, wenn der Smite-Channel auf Twitch immer online und offline geht. Und das nicht automatisch hier gechanged wird bei mir. So. Gucci. Was heißt Gucci? Gucci. Dictionary CC. Baba.la. Was bedeutet Gucci? Gucci, Gucci, Ku. Female Anatomy Slang. Okay. Oh. Au. Oh. Glaube ich weiß, was es sein könnte. Ihre Gucci. Okay. Ja, es ist ihr Bermuda-Dreieck unten. Es ist ihr Bikini-Bereich. Gucci Quest. Also, okay. Jetzt macht das ganze Game Sinn. Ah. Ich habe schon mehrere Sachen dafür gehört, aber Gucci noch nie. Interessanter Slang-Begriff dafür. Okay. Gucci obtained. Ja. Ich sehe es gerade auf dem Bild. Wenn das die Ingame-Modelle sind von Mario 64. Marios fucking Hand ist so groß wie Peach ganzer Kopf. Marios Kopf ist so groß wie Peach Oberbrustbereich und Kopf. Alter. Was sind das für Größendarstellungen? Und ich würde mal sagen, dass eigentlich Peach dann auch halbwegs realistisch aussieht im Verhältnis von den Proportionen. Marios Beine sind zu kurz. Ich glaube, die Beine sind genauso lang wie die Arme. Wahrscheinlich war es damals einfacher zu modellieren. Aber gut, okay. Ja. Jetzt habe ich eigentlich mein Programm für heute Abend durch. 2 Stunden gestreamt. Cool. Ich habe Sekiro das Shura-Ending nach 20 Minuten geschafft. Yay. Waren 20 Minuten? Ich überlege gerade. Ja, nach 18 auf jeden Fall. Dann kamen halt die Credits und sowas. Ich hab das geschafft, was ich heute Abend schaffen wollte. Jetzt haben wir es 2:30. Jetzt könnte ich entweder noch Genshin anwerfen, weil das würde ich jetzt sowieso aufnehmen. Oder ich, mach es allgemein aus und mach dann halt, Genshin so aufnehmen. Wenn ich jetzt nämlich Genshin jetzt streamen würde, dann müsste ich halt erstmal Dateien benennen. Dann müsste ich bemerken, dass die Stream-Aufzeichnungen. Der andere sind, dann müsste ich, außerdem müsste ich mir dann die Cam anders platzieren.
Dann müsste ich gucken, wo ich die Cam platziere. Beziehungsweise wo ich die Cam platziert habe in Genshin damals. Irgendwo auf der linken Seite war das auf jeden Fall. Aber okay. Ja, gut, den Hack habe ich durch. Habe ich noch 3 Tage wieder eigentlich, Moment. Jetzt habe ich noch Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstagabend habe ich jetzt noch. Ich habe jetzt eigentlich wieder alle Projekte durch, die ich angefangen hatte. Das heißt, ich habe wieder Platz für neue Sachen. Oh nein, oh Gott, das wird schlimm. Jetzt erst wieder was Neues finden, was ich dann morgen Abend spielen kann. Oh Gott. Mein einfach wäre es, wenn ich einfach jetzt Genshin streame, weil dann habe ich kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die nächsten 3 Tage noch Genshin. Ja. Wäre ein Plan, zumindest. Sagt gerade mein hier Games-Ordner. Cat in Time. Na ja gut, Unreal Engine sagt. Stimmt, Aragami. Das wäre für morgen Abend was. Das Aragami-DLC habe ich ja noch. Das klingt nach einer Idee. Habe ich heute Abend 2 Stunden Sekiro und Mario beendet. Morgen Abend dann das Aragami-DLC. Anfangen oder durchspielen, mal gucken. 2, 3 Stunden geht das wohl. Das wäre eine Idee. Denn dann muss ich so drei, dann muss ich wieder 3 Tage arbeiten, dann habe ich wieder 2 Tage frei, dann habe ich wieder einen Tag arbeiten, 2 Tage frei, wieder einen arbeiten und dann mehr oder weniger Urlaub, in Anführungsstrichen. Aber okay. Ja gut, und den September. Wir haben schon wieder September nächsten Monat, oder? Alter, wie die Zeit fliegt. Das ist schon wieder ein Jahr her, dass ich Catalyst gespielt habe. Also Mirror's Edge Catalyst. Achso, und ja gut, ich hab noch die Spiele über Amazon Games. Dark Devotion war so ein 2D Souls irgendwie. Von Epic habe ich auch noch irgendwelche Games gehabt, die mich interessieren. Genau, Axiom Verge eventuell. Weil ich bin jetzt nicht so der größte Metroidvania-Fan im Sinne von Metroid, sondern eher das Vania, würde ich mal sagen. Axiom Verge ist bestimmt nett, aber ist, glaube ich, sehr stark Metroid. Und da kommt im Oktober ja sowieso noch Metroid Red raus. For the King. Das war dieses Taktikspiel, glaube ich. Wie gesagt, ansonsten hopp. Ah, verdammt! Ich hab schon wieder, glaube ich, ich habe wieder nicht drauf geachtet im Steam Sale. Kann das sein? Oder war das Spiel zu teuer im Steam Sale im Sommer? Bin mir gerade nicht mehr sicher. War es zu teuer? Also, ich habe das Spiel halt schon und dafür 5 Euro zahle ich dafür noch, aber 20 Euro kostet es halt so neu. Ja, du bist war im Sale drin für 10 Euro und das wollte ich dann noch nicht ausgeben, genau. Ist das? Of Light and Darkness? Was ist das? Sieht sehr billig aus. Oh Gott. Ist das ein 1998? So sieht's auch aus vom Gameplay auf den Bildern. Und ist irgendein Horrorgame offenbar. Weil für 98 ist es doch relativ gut noch. Wobei ist das so ein FMV-Ding, Full-Motion-Video-Ding. Sieht ähnlich aus. Aber hauptsächlich gezeichnete Bilder mit 3D-Umgebung, aber okay. Egal. Wieso wird mir das angezeigt, wenn ich nach dem Spiel suche? Runic Games Collection. Was ist drin? Torchlight, Torchlight 2, habe ich schon. Hop. Wirklich? Ach, deswegen ist Hop vielleicht in meiner Liste auch drin gewesen, mal irgendwann. Runic Games, weil ich Torchlight 2 hatten, habe ich das deswegen eventuell gesehen. Aber ja, toll. Nee. Für den Soundtrack rufe ich doch keinen Bundle. Dev Store. Egal, ich brauch keine neuen Spiele raussuchen auf Steam. Ich muss einfach mal die Spiele spielen, die ich habe. Das ist das Problem, glaube ich. Aber gut, dann sagen. Mache ich dann für heute schon mal wieder aus. War halt kurz, aber wie gesagt, ich habe halt sehr viel Genshin aufgenommen, die letzten 2 Wochen. An den freien Tagen. Und ja, dazwischen halt dann die Schichten und dann gab es auch noch Impfung und all solche Sachen. Da kam halt alles dazu. Ich glaube, allein die Aufnahmen von gestern und heute Abend, das sind 13 Stunden, die ich aufgenommen habe ungefähr wieder, oder?
Ich das irgendwie hier gemessen. H300 an, habe ich gestern Abend aufgenommen, weil ich in eine Quest reingerannt bin. 4 Stunden 23 plus 3 Stunden 17. 7, ja gut, aufgerundet 8 Stunden, also 7,5, sage ich mal. 7,5 Stunden seit gestern habe ich aufgenommen. So, und jetzt ist die Frage: Wo hatte ich angefangen mit den Dingens Quest? Mal ganz kurz den Desktop-Sound aus. Und die Dateien nicht direkt hört, wenn sie abgespielt werden. So, Gehen wir uns in so ein seitdem Meer? zum Ist das? Genshin. Nee. Ich fühle mich nur ganz leicht verarscht. Oh, nee, es Ich ist noch wollte einfach Sommerinseln. nicht. Okay. 265 war das da. Okay, mir ist was eingefallen. Oh Hier Gott, steht gerade was? Mondstadt. Hier nach Mondstadt zurück. Okay, mir ist. Abenteuerstufe 56. 128.000 Abenteuer-EP. In Part 265 von Genshin, den ich aufgenommen habe, da hatte ich 128.000. Ich habe innerhalb von 40 Aufnahmen das Doppelte fast nochmal reinbekommen. Wow. Also, was habe ich hier? 66? Ne, 66 ist das Minispiel, genau. Oder habe So, ich da schon mit ich der weiß nicht, Dingensquest das Ganze jetzt irgendwie angefangen? noch im Das war PvP. das Minispiel. 67 muss ich angefangen haben, glaube ich, mit. So, weiter geht's mit Ja gut, und da Genshin. waren dann halt auch Hier jetzt irgendwie bewegen. 60.000 Punkte mehr. Ja, Naja. da ging's los. Vor 2 Wochen, glaube ich, ungefähr. So, wie viele Minuten sind das? Oder Stunden eher? 4,5. 4,5. 4,5 plus. Ist gar nicht wissen. Zu groß um. Doch, nee. 4,5 plus 20, 50, 24, 25,5 plus 7. Also ich habe gute 35 Stunden Genshin aufgenommen. Davon sind, habe ich viele von da, davon sind jetzt offline. Vielleicht 5 Stunden, die ich offline ohne Aufnahme rumgerannt bin. Zumindest jetzt, was der Kunden angeht. Also auf 2 Wochen runtergehen sind das 3 Stunden pro Tag. Es ist ja halt das, was ich dann halt für Streams benutzt habe eigentlich. Dazwischen, aber was habe ich dazwischen gemacht? Vielleicht mal eine Runde Smite. Für 2 Wochen nicht gestreamt. Davon waren 5 Schichten, die ich arbeiten war, glaube ich, oder? Ja. Also 5 Tage. Okay, 6 Stunden pro Tag. Dann kommst du schon eher hin. Okay. Ich wollte gerade sagen, das macht sonst keinen Sinn. Wird sonst gar nicht hinkommen. Aber gut, ja, wie gesagt, dann mache ich für heute Schluss. Der Hack ist durch. Ich sehe gerade, Flo ist wohl noch da. Dann würde ich sagen, auch Nacht Flo, falls du mich hörst. Und wahrscheinlich gerade Dark Souls spielst, gehe ich mal von aus. Zumindest hast du es gerade eben noch getan, laut Discord. Jetzt gerade nicht mehr, aber egal. Ja, morgen Abend werde ich dann wahrscheinlich das Aragami DLC spielen. Nightfall und. Mal gucken, wie spät. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht vor 3 Uhr damit an. Ach, nicht vor 3 Uhr. 3 Stunden dauert das ungefähr. Dass ich nicht vor 12 Uhr online bin. Höchstens 22:30. Weil morgen muss ich wieder irgendwie mir Essen beschaffen und vielleicht vorher ein bisschen Genshin oder Smite, je nachdem. Und dann mal gucken, wie ich es mache. Naja, aber egal, passt schon. Jetzt für erstmal Stream nach 2 Wochen ist, glaube ich, 2,5 Stunden. Na, 2 Stunden auch wieder ganz gut. Dementsprechend Nachtschau und ja, bis dann.